Wir freuen uns sehr, dass Hallo. Bitte nochmal, dass Sie hierher gefunden haben. Und Wort gehalten, absolut. Ja, ich war jetzt schon, ich bin jetzt schon fast überrascht, weil ich jetzt damit nicht unbedingt gerechnet habe. Wir würden da vorne reingehen. Ich zeige Ihnen vielleicht mal den Eingang. Der Eingang, wenn wir vielleicht hier entlang laufen könnten. Das ist schon fertig. Und da war ja nochmal dieser Gedenkkampf und da hatte das Polen-Institut, das waren fünf vorwiegend ältere Menschen, Frauen und Männer befragt, Kriegserlebnis. Das ging tief in die Seele. Okay. Weil man merkte an den Menschen gleichzeitig eine Empörung, eine auch Wut, wie da gemetzelt wurde. Und dann trotzdem immer auch wieder. Lernen wir nicht daraus. Wir lernen nicht daraus. Aber da war bei den Menschen ja. Es wird wiederkehren. Das Gefühl, dass wieder ein Krieg sozusagen hochkommt. Wir sind quasi im Krieg. Wir noch nicht, aber... Naja, wir beteiligen uns daran, ne? Das ist eine Beteiligung, die notwendig ist. Und? Und Probleme. Ja, genau. Aber es gibt oft im Leben solche Zwickmühlen. Wenn ich das eine mache, ist es falsch. Wenn ich zurücknehme und sage, lass die mal selbst sehen. Und wenn ich das andere mache, habe ich gewusst, dass das Gefühl. Ich bin der Meinung, man muss die Zwickmühle natürlich vorher, die Mausefalle sozusagen vorher erkennen, bevor man in sie hineintappt. Und durch Diplomatie sowas im Vorfeld schon abwehren. Dafür ist ja eigentlich die Diplomatie da. Ich würde Sie gerne mal einmal kurz hier entlang führen. Wir haben uns die Diplomatie war. Die Diplomatie. Am 24. Februar. Jetzt schon vorher ausgesetzt. Ja, ich meine, man muss natürlich solche Kriegsherde, die da aufkeimen, natürlich im Vorfeld, also schon vor 2014, abwenden. Ne? Und da natürlich seine ganze Kraft und Geschick investieren, um damit erst gar kein Krieg entsteht. Nehmen wir uns jetzt mal selbst als Beispiel. Dieses Ring Meseberg jetzt um wieder Entlastung. Das ist ja auch der Versuch, bevor es zur Explosion kommt unter den Menschen, die dann. Ja, wir haben hier so konzentrische, wir haben Kreise und wir haben quasi Kunst geschaffen mit den Blättern. Teilweise haben wir Herze geformt oder eben konzentrische Kreise um die Bäume herum. Ja, Und Laubfegen. Mit Laubfegen, genau. Wir verbinden das, wir machen quasi aus dem Laub noch Kunst sozusagen. Und wie viele Zelte haben wir hier aufgeschlagen? Ich habe sie selber noch gar nicht abgezählt, aber es sind, glaube ich, schätzungsweise 25 ungefähr. Und wir sind jetzt hier seit über 4 Wochen. Und ja, wir campen natürlich, oder? Ja. Ich glaube, leben hier. Davon aus, viele Zelte sind mehr. Es geht. Es sind ein paar, ja, die drei da drüben, wir haben Gästezelte. Für Leute, die aus außerhalb kommen und einfach mal nur kurz bleiben wollen, die können dann in unsere Gästezelte. Der harte Kern, das sind ungefähr 15 Leute. Aber es ist auch eine gewisse Fluktuation. Der eine muss mal eine Woche weg. Es gibt ja auch noch ein paar, die hier arbeiten. So. Also, was heißt arbeiten? Wir arbeiten. Ich sehe meine Arbeit. Was wollt ihr mit diesem? Wir wollen Zelt erst. Unterkünften, das ist ja einerseits. Wir rücken zusammen. Ja, es ist im Prinzip so eine kleine Keimzelle, die
kann Frieden entstehen und wir haben natürlich auch interne Konflikte. Hier kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die sich teilweise auch gar nicht kennen. Und wir müssen natürlich auch intern erstmal unsere Konflikte klären, bevor wir im Außen Frieden schaffen können. Also das war natürlich auch eine große Herausforderung. Also eigentlich kommt man hier rein und hier diesen Weg entlang und dann werden sie hier quasi in unserer Atrium geführt. Hier gibt es dann also Sitzgelegenheiten. Der bequemste Stuhl ist, glaube ich, der hier. Ja. Ja. 4 Minuten gehört zu. Ja? Wenn ich Ihnen kurz. Unser. Hallo. Ja, das ist. Mein Name ist Philipp Schnur. Pearl ist mein die englische Form von Schnur. Das ist mein Künstlername. Ich nenne mich Phil Pearl, aber Pearl heißt eben Schnur und ich heiße Philipp Schnur. Also gebürtig. Genau, fällt es hier. Noch 5 Minuten? Okay. Ja. Ja. Also ich würde Ihnen kurz einen Film zeigen, den ich 2015 erstellt habe, wo ich das Thema im Prinzip mal kurz zusammenfasse, wo ich meine, worum es geht. Und dann würde ich mich unbequem. Ja, bitte. Sind das Ihre Flügel da? Kommen Sie näher ran, wir können den Fernseher auch vorstellen. Wie sind das? Danke. Vielen Dank. Wenn du den kurz mal kurz sagen kannst, ist es klar. So geht's besser, weil der das kommt aus. Ja, also dieser Film ist von 2015, da war noch kein Corona, aber im Prinzip ist er nach wie vor. Ist es zu laut? Dear people, dear humans out there, we have an emergency on planet Earth. The system is over. Capitalism is over. We have to create a new society based on love, based on truth, based on responsibility. Millions of people, millions of kids are dying every day because of hunger, war, or climate change. We have to change now. We have to get over of the corrupt banks and politics. We, the people, have to take action. We have to fight for peace and justice. Otherwise, we are the next victims. There is enough money for everybody. Enough food for everybody. We just need to share these goods with responsibility. I mean everybody, you and me. Every day, millions of people have to live under war. I'm asking you why? There is no reason for war. War is just made by ignorant people. By ignorant people without any responsibility. I know we have enough power to stop any war right now. It's just about our imagination and beliefs. We just have to believe. Deeply believe that we can do it. And I tell you, we can do it. And if we don't do it, we are fucking lost. I believe we can build a new society. A new society based on spirituality. What does spirituality really mean? It means based on love.
based on truth, based on responsibility, on taking action. And we have to take action right now. We have to fight for peace right now. We have to stop the killing, and we have to stop the hunger. And we have to stop killing the... And we have to stop buying things we don't need. I know we can do it. I know you can do it. All together, we can do it right now. We can stop the killing right now. If we don't stop it. Wake the fuck up. Sehr schöner Film. Danke, danke. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie die Aufmerksamkeit uns gegeben haben. Ich würde mich natürlich freuen, Sie finden vielleicht irgendwelche Worte zu dem Film, und ich bitte Sie eindringlich um Ihre Unterstützung. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir müssen, und ich sage ungern das Wort müssen, aber wir müssen Frieden schaffen in der Ukraine. Jetzt sofort. Ansonsten eskaliert die Situation, wenn wir noch mehr Öl ins Feuer gießen. Wir müssen jetzt einen Waffenstillstand erzielen. Und ich frage Sie, wie können wir einen Waffenstillstand in der Ukraine erzeugen? Mit Ihrer Hilfe. Auf diese Frage kann ich Ihnen nur unzureichende Antworten im Augenblick geben. Aber wovon leben wir weiter? Was sind Ihre Überzeugungen? Die haben wir ja gerade gehört. Ist es möglich, wenn Gruppen von Menschen wie Ihre jetzt sich verbreitern? Jetzt sage ich jetzt nicht diesen Kriegssturm, sondern den Friedenssturm einleiten. Ich gehöre zu der Generation, die gehofft hat, dieser Zweite Weltkrieg war der letzte. Es war eine Falschung. Denn in der Zwischenzeit haben wahnsinnig viele Kriege Menschenleben zerstört, den Planeten auch zerstört. Und als dann am 24. Februar diesen Jahres die Ukraine überfallen wurde, habe ich gedacht, wir haben wieder nichts gelernt. Und es sind die alten Sätze. Auch das ist eine Art Kapitalismus. Wie viel Erdreich oder wie viel von diesem Planeten gehört wem? Wer sind die Größten darunter? Und die Vorstellung, ich kann auch die Ukraine nur wiedergewinnen durch Krieg. Wir haben gehofft, auch nach dem, was große Politiker, ich habe nie gedacht, dass Churchill derjenige war, der in der Züricher Rede den Frieden beschworen hat. Wenn wir überhaupt überleben wollen, dann müssen wir es jetzt anders machen. Es ist nicht anders geworden. Aber was wir zumindest sagen können, sofort anhören. Wir haben jetzt in Europa, Teilen Europas, eine kurze Friedensperiode gehabt. Ich weiß nicht, ob wir sie aufrechterhalten können. Denn wir hören nur noch Militärisches. Wer hat die stärksten Waffen? Wer liefert sie? Ja, da ist die Lösung Frieden durch Krieg. Ist das nicht ein Paradoxon? Das ist ein Paradoxon. Denn wenn ich alles zerstöre, was habe ich denn dann für einen Frieden?
Wir versuchen. Menschen stehen vor nichts. Wir leben gerade wieder solche Situationen. Deswegen, wenn die einen sagen, was ihr hier macht, ist naiv, Zelte zu bauen, Wege zu bahnen. Aber ohne Naivität kommt gar nichts zustande. Weil diejenigen, die weiterhin darauf hoffen, daran glauben, Frieden muss möglich sein. Und ich beginne mal gar nicht mit uns Menschen, sondern nur indirekt. Wenn der Planet nicht mehr da ist, sind wir auch nicht mehr. Und diese Gedanken, die junge Menschen Storm for Freedom auf den Weg gebracht haben, im Augenblick, wir reden zwar von Frieden, auch für dieses Land, was im Krieg ist, aber welche Art ist das Frieden? Seit 2014 ist schwelender und begrenzter Krieg und jetzt ist offener Krieg. Und wir haben ja eben ein paar Worte besprochen. Ich sehe nur dann Schritte auf Frieden hin, wenn sich die Menschen, haben sie eben auch gesagt, global vereinigen für Frieden. Das tun sie bisher noch nicht. Jeder hat bestimmte Interessen. Und diese verschiedenen Interessen, da schafft man ja noch nicht mal eine einheitliche Energiepolitik oder eine einheitliche Verteilung der Güter, sodass niemand Hunger und sterben muss. Das heißt, die Bewegung muss noch viel stärker werden, wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben. Wir stehen im Augenblick an einem ganz tiefen Punkt, und zwar mit Sätzen, die mir dahinter am vergangenen Jahr, am 1. September, war in Danzig und an dem Ort, wo der Überfall heute aus meiner Sicht, sehr aus meiner Sicht, in einer Weise vor Augen geführt wird, die aber viel stärker den Atem des Krieges als eines dauerhaften Friedens hat. Sie haben den Eindruck, wenn die da in Danzig im Wald stehen, der Krieg bricht gleich aus. Denn das Getöse in der Luft, die vertrauten Bombengeräusche in der Luft, sie haben die knallenden Gewehre. Und da kommt man nicht auf Friedensgedanken, sondern... Aber kann jetzt die Lösung sein, dass wir immer mehr schwere Waffen dorthin schicken? Das kann doch nicht, das kann doch nicht die Lösung bringen. Wir müssen doch gucken, dass wir versuchen, auch den Feind, sage ich jetzt mal, nicht zu dämonisieren, weil ansonsten kommt der auch gar nicht mehr gesichtswahren, ohne dass irgendeine Partei noch ohne Gesichtsverlust aus dieser Eskalationsspirale, und Russland ist ja jetzt nicht der Irak, oder den wir so gesehen auch nicht bezwungen haben. Wir werden Russland niemals, jetzt sage ich jetzt mal, Putin stürzen können. Das ist illusorisch. Wir müssen uns also quasi mit ihm irgendwie arrangieren. Und ich sage jetzt mal, wenn meinetwegen man verteufelt ihn, dann muss man irgendwie einen Pakt mit dem Teufel im Sinne der Allgemeinheit finden, damit nicht noch mehr unschuldige Menschen sterben, weil wir können ihn nicht stürzen. Aber ich überlege Und sogar wenn es darum geht, was können wir leisten oder nicht, kann man Putin stürzen oder nicht. Also dieses Camp steht dafür, dass wir sagen, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir die Logik des Militärs und der Waffen überwinden wollen, die Logik des Miteinandersprechens, die Logik der Argumente, die müssen wir stark genug machen, dass alle angehört werden und dass dann geschaut wird, was ist die Qualität ihrer Argumente, statt dass immer wieder die Logik der Korruption, Macht, Geld, Lobbys drüber hinwegbügelt. Und man hört sich nicht richtig zu und man versucht nicht gemeinsam, so nach dem Motto Argumente statt Fäuste oder statt Manipulation und Waffen, Auswege zu finden. Also wir plädieren dafür,
dass alle angehört werden, alle offen miteinander reden und man Argumente prüft statt Korruptionsdurchsetzung. Wir sagen, wir fangen an. Wir fangen an mit dieser Logik, Argumente statt Fäuste. Wir sind ganz offen. Wir wollen über alles so reden, dass wir friedliche Lösungen überhaupt finden können. Weil wenn wir nicht genug miteinander reden, ist es immer die Katastrophe. Ja, sehr schön, ja. Doch, geht. Aber wir sind kameramäßig, kriegen das nicht drauf. Für mich ist das selbst ein tiefer Konflikt. Wenn ich oft denke, vor allem nachts, wie soll man da rauskommen? Gibt es denn niemanden, der in der Lage ist, eine andere Art von Sprechen miteinander, ein problemlösendes Sprechen, wieder auf den Weg zu bringen? Gibt es denn überhaupt noch Kanäle nach Russland? Bestehen da überhaupt noch Gespräche, wo überhaupt Diplomatie noch stattfindet? Also ich gehe davon aus, dass wir nur Bruchteile von dem Geschehen in Russland erfahren, wie es im Alltag ist. Und natürlich gehe ich davon aus, es gibt immer Menschen, die die Kanäle suchen. Aber kennen Sie die? Nein, die kenne ich nicht. Aber ich würde auch niemanden verteufeln, der Gespräche sucht, auch wenn er damit rechnen muss, ich komme zurück und habe noch nichts erreicht. Als konstruktiven Vorschlag, wie wäre es denn, wenn man jetzt zum Beispiel mal mit Ihnen in die russische Botschaft gehen würde und versucht, dort einen ersten Dialog aufzubauen, indem Sie sich einfach sachlich informieren über die Situation als... Ich lasse mich nicht mehr schicken. Sie will ich nicht schicken. Sie gehen aktiv. Das überlege ich doch nicht weiter, wenn ich okay. Ich hätte einen allgemeineren Vorschlag noch. Also ich lebe schon seit Jahrzehnten so, dass ich diese Logik Argumente statt Fäuste versuche so stark wie möglich zu machen. Sie haben aber auch nicht aufgegeben. Nicht aufgegeben, genau. Und ich habe einen Vorschlag an die Gesellschaft. Das betrifft jetzt egal, wer mit wem redet. Ich war immer enttäuscht und ich habe auch Bildungsexperten gefragt, und die haben gesagt, eines fehlt uns in unserer Gesellschaft, nämlich eine freie Argumente-Plattform sozusagen, wo alle Argumente, ohne schon von vornherein vorgefiltert zu werden oder unterdrückt zu werden, wo alle Argumente draufkommen, nach so Idealen kennen Sie auch, wie Beutelsbacher Konsens und sowas, also der freie Wähler muss freie Übersicht über die Wahlalternativen haben. Ja, aber der freie Wähler hat auch Regeln, die kriegen wir nicht hin. Ja, völlig frei richtig. Frei ist das, wenn jeder macht, was er will. Das ist für mich die Freiheit. Nee, ich meine frei auch anders. Ich meine frei im Sinne, man macht das, was man selbst auch aus überzeugenden Gründen mit nachvollziehen kann. Auch Regeln und Grenzen und so weiter. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen Regeln. Bin ich ganz bei Ihnen. Aber trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir eine Austauschebene in der Gesellschaft auch schaffen könnten, wo alles sichtbar wird, alle Informationen, Meinungen oder Wahlmöglichkeiten für die freien Wähler. Und dass wir auf dieser Plattform wirklich sagen, wir versuchen jetzt Methoden zu entwickeln, alles was uns möglich ist an Methoden, dass da es nach Argumenten geht, statt nach Macht, Geld und anderen Korruptionseinflüssen. Ich sage immer, es muss möglich sein, oder wir müssen eine Kultur schaffen, wo jemand, der auch nur einmal mit leisester Stimme etwas sagt, trotzdem ausreichend gehört wird und dass man prüft, stimmt das denn? Oder ist das wahr, was er sagt? Dass er nicht gleich übertönt wird, wer hat das lautere Megafon? Oder wer kann eben mehr Macht und Geld ins Spiel bringen? Diese Ebene, dass wir wirklich schauen, wir schaffen so eine freie Argumente-Plattform,
auf der es nach Argumenten gehen kann. Das wäre ein Grundbaustein wirklicher Demokratie und ein Grundbaustein auch auf dem Weg zum echten Frieden. Aber jetzt muss man fragen, ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die jahrelang in der Migrationsarbeit gewesen sind, fangen jetzt wieder neu an, weil jetzt rufen alle nach Arbeitskräften. Das war schon mal so in 50er Jahren. Und gekommen sind Menschen, aber wir haben immer nur den Zweck im Auge und nicht das Ganze. Genau. Ah, genau, das ist die Wurzel. Ich würde mir Politikkreateure eigentlich wünschen, so nenne ich das, wo sich ein visionärer Geist trennt von dem Fettauge des Lobbyismus sozusagen und sich auf Sinne, globale Sinnhaftigkeit und Werteberufung sozusagen. Wie schaffen Sie das? Ein Konsens der Liebe, der Vision, der für mich, ich bin Buddhist, ich komme aus Nordfriesland, Stefan Pettersen-Klausen. Ich freue mich im Übrigen, das möchte ich noch mal kurz aus meiner Sicht sagen, dass Sie da sind, Frau Süßmuth. Ich bin sehr froh und ich habe große Angst. Ich habe große Angst vor dieser Zeit. Gott sei Dank haben wir noch Angst. Ja. Naja. Aber die Angst kann nicht der Hauptmotor sein. Nein. Darf ich Ihnen sagen, woher die Angst rührt? Mein Informationsstand ist, es gab eine Zeit, als Putin, der in meinen Augen, und da wundert es mich tatsächlich, dass wir eine Gesellschaft, die von Psychologen nur so überschwappt, ob mit oder ohne Kassensitzer dahingestellt, aber wir über einen solchen Überfluss befinden, dass ich mich wundere, nicht das, was an Geldgeschäften und Ölimporten, Gas hin und her, sondern dass man die Entwicklung der letzten 20 Jahre, sprich den Wandel vom Good Guy to the Bad Guy, von Putin damals zu einem heutigen Putin, dass man die nicht tatsächlich auch psychologisch, ich sag mal, begleitet hat und aus dieser Sicht vielleicht ein besseres Verständnis für den Menschen Putin entwickeln konnte, beziehungsweise auch rechtzeitig, wenn er nicht gebremst wird, um von dort aus über den großen Teich zu gehen. Oh gut. Das ist deine persönliche Ich nutze mal die Gelegenheit, ja. Frau Süßmuth, ich bin auf dem Weg zum Bahnhof, ich muss weiter. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Und der Philipp hier, der ist derjenige, der so richtig weiß, was der Sinn hier des Camps auch ist. Und wenn, dann kann der Ihnen auch noch viel weiteres erzählen. Macht weiter. Ja, danke. Die Irrtümer, die wir auch haben. Aber es lohnt sich irgendwie, doch die Welt so zu versammeln, dass wir mal Kriege stoppen. Ja. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Und mit Musik. Mit Musik dagegen an. Die Möglichkeit besteht. So wie es die Esten gemacht haben, gegen 1000 Panzer. Ja. Bitte. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben, Frau Süßmuth. Wir melden uns und dann können wir, wenn wir wollen, den Austausch weitergeben. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja. Vielen Dank, Herr Süßmuth. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Sie müssen ja jetzt auch weiter. Ihr Assistent ist schon ganz nervös. Bleiben Sie gesund, Frau Süßmuth. Ja. Ich bin schon alt, aber im Kopf noch jung. Sie sind fantastisch. Das ist gut. Ja. Brauchen Sie. Frau Süßmuth, darf ich Ihnen auch noch die Hand schütteln? Also dürfen wir ein Gruppenfoto machen? Ich kann ein Gruppenbild machen. Ein Gruppenbild? Ja, weil Sie so richtig an der Hand kriegen. Ja, wo Sie wollen. Ein bisschen... Kamera, soll ich nur dann gehen? Ja. So. Okay. Dann mache ich mal ein Gruppenbild. Dann suche ich mal drauf. Sind alle drauf? So. Und da haben wir jetzt? Ich muss nach Hessen. Da haben wir 5 Projekte. Und? Ja. Ein Blick nach vorne. Ja, wo ist das? Blick nach vorne. Okay. Einmal in die Kamera. Ja, also ich drücke jetzt hier oben den weißen Knopf, oben rechts. Das ist, glaube ich, die Kamera. Wenn nicht, machen wir aus dem Video Screenshot. Das geht. Genau, dann haben wir das Bild gemacht. Dankeschön. Super. Danke. Toll. Vielen Dank. Begleite Sie doch auch. Das machen wir. Ja, ich habe auch Wiedersehen. Aber Hauptsache Mut. Wir werden von Wutbürgern zu Mutbürgern. Ja, aber manchmal
packt dann die Wut da drauf. Aber wir dürfen die Mutarbeiter nicht verlieren. Nicht zu viel, da verliert man den Mut. Von süßem Mut getragen. Ich meine, Sie können auch abkürzen. In dem Sinne. Ausmachen. Sie können auch hier. Toll, ja. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Wiedersehen. Danke sehr. Mein Mann war in Düsseldorf, bin also können wir abkürzen. Oder wie Sie wollen. Sie können den schönen Weg gehen oder den ist etwas länger oder den kurzen, der ist nicht gekriegt. Wahrscheinlich ganz zu spät. Es ist einfach mal wichtig zu hören, was geht in diesen Menschen vor. Manchmal dürfen wir wie die Wahnsinnigen. Ja. Krieg ist Wahnsinn. Ja, gelebter Wahnsinn. Denn das russische Buch, auch in deutscher Übersetzung, mit dem Krieg für das weibliche Mittel. Ja. Ich erkomme es nicht darauf an, ob das Männer oder Frauen sind, aber hier ist das weibliche Verstand als das lebenserhaltende und friedenstiftende. Ja, hier sind jetzt hauptsächlich Männer. Ja, und ja, zu unserer. Aber wir haben auch ein paar Frauen hier. Ja, das ist noch in der Unterkrieg. Ja. Ja. Achso, okay, verstehe. Ja, vom Bewusstsein sozusagen. Ja, von der Haltung. Ja, ich denke, der militärische Komplex ist natürlich so eine Riesenapparatur, die permanent am Laufen gehalten werden muss. Ohne Krieg muss man halt auch fragen, was macht die Waffenproduktion für Sinn? Die müssen verbraucht werden. Das ist auch nochmal so eine Frage. Verbraucht werden heißt, werden eingesetzt. Genau. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Wir melden uns nochmal. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Wir erhalten den Dialog. Vielen lieben Dank. Ja, machen wir die Fahrt noch weg, die wegfährt als Abschluss. Ganz kurz eine Pause machen. Hast du die Winken drauf? Hast du es drauf? Nein. High five, Alter. Ja, ja, hervorragend, wunderbar, tolle Sache. Alle weiteren Politiker sind auch herzlich eingeladen, hier bei uns vorbeizuschauen. Mit uns kann man reden, wir möchten einfach nur Lösungen finden für den Frieden, weil wir brauchen ihn jetzt. Was ist deine Meinung? Du warst ja, ich bin da... kann ich hier auch noch was dazu sagen. Ja, ich denke auch, wir brauchen Frieden, vor allem auch die Möglichkeit, das leben zu können, dass wir, sag ich mal, einen systemischen Rahmen haben, wo wir, sag ich mal, nicht... ja, was heißt genötigt, aber nicht so in so einem Stressmodus gehalten werden, sondern dass wir auch einen Rahmen haben, wo wir die Möglichkeit haben, wie jetzt hier in solchen Freiheitsreservaten zu leben, um auch überhaupt erst so diese Basis für den Frieden in uns kultivieren zu können. Und da kann natürlich jeder auch bei sich selber anfangen. Also wir haben hier dieses wunderschöne Camp, dieses Friedenscamp, wo jeder mitmachen kann und mitwirken kann. Und da seid ihr alle herzlich zu eingeladen. Ja. Ja, liebe Leute, ihr seid alle herzlich eingeladen, hier unser Friedenscamp zu besuchen. Im Speziellen vom 7.9. bis 11.9. Also diesen Mittwoch bis Sonntag werden hier diverse Veranstaltungen stattfinden. Es werden Künstler auftreten, es wird Diskussionsrunden geben. Es haben sich diverse Anwälte angemeldet, die hier vorbeikommen werden. Alle Politiker sind herzlich eingeladen, hier auf unser Peace Camp zu kommen und mit uns zu reden. Wie können wir jetzt sofort einen Waffenstillstand erreichen in der Ukraine? Und wie können wir den militärischen Komplex zurück
drängen, damit nicht mehr Waffen produziert werden und damit langfristig ein globaler Frieden entstehen kann. Denn der ist absolut dringend notwendig. Wir können uns nicht länger mit Krieg aufhalten und beschäftigen, unzählige Menschen vernichten, Kinder, Häuser, alles. Es ist einfach nur fürchterlich schrecklich, absolut unnötig, ein menschliches Verbrechen. Krieg ist ein Verbrechen. Das muss in die Köpfe der Menschen kommen und wir müssen den Dialog aufrechterhalten, auch mit dem sogenannten Feind, damit wir einen Frieden finden. Wir können unseren Gegner nicht dämonisieren, ihn verteufeln auf alles, sondern wir müssen das Menschliche in ihm sehen. Ansonsten können wir keinen Frieden, keinen Dialog finden. Wir müssen Kompromisse schließen, für die Menschen und unser Ego zurückdrängen, um ja Raum zu lassen für den anderen und seine Bedürfnisse. Und die müssen wir erkennen und dann ja auf ihn eingehen und versuchen, einen Kompromiss zu finden im Sinne des Friedens. In dem Sinne, kommt hier vorbei. Ihr seid herzlichst eingeladen, mit uns zu diskutieren darüber. Und wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald.